Dann gehen wir wieder raus aus dem Schiff, docken ab und dann geht's los. So, falls ihr euch jetzt fragt, warum hat denn der Idiot jetzt eine Heron gekauft? Wir haben ja noch nicht genug Schiffe im Hangar stehen, es sind ja erst 5000. Das liegt daran, hallo Raven Navy Issue, das liegt daran, dass hier, Moment, ei, ach halt, da ist er. Hier. Charakteristika, die hat nämlich noch ein paar Boni auf die Scanleistung von Sonden und Rollenbonus Virusstärke plus 5 für Relikt und Datenanalyse. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was das hier genau heißt. Das hat jedenfalls was mit dem neuen Hacking-System zu tun. Und ja, wir gucken einfach gleich mal. Da gibt es jetzt ja so ein Minigame, da bin ich schon gespannt. Ich habe das mal ganz kurz gesehen, nur aber was genau da jetzt passiert, das weiß ich nicht. Aber wir schauen mal. So, okay. Die habe ich eigentlich auch noch, die Suku Vesta Heron. Suku Vesta. Die hat auch so Boni und sieht noch ein bisschen netter aus. Oh, die sieht richtig geil aus eigentlich. Von den Farben her jedenfalls. So, okay. Dann brauchen wir noch so ein Hacking-Ding. So ein Modul, warte mal. Den Data Analyzer. Genau. In der Hagegen. Ja, perfekt. Dann kaufen wir mal einen. Das ist auf jeden Fall genug. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch Waffen brauchen. Ich hoffe mal nicht, aber naja, wir werden es rausfinden. So, und ich hoffe auch, dass wir dann schnell so eine Site da finden. Denn das ist immer ein bisschen nervig, wenn man dann erst durch zig Systeme durchfliegen muss, bis man da was findet. Aber der klassische Vorführeffekt lässt natürlich darauf hoffen, dass wir hier überhaupt gar nichts finden. Ja, ich trinke mal eben einen Schluck. Bis gleich. Jetzt bekomme ich bestimmt gleich wieder Schluck auf, ich merke es schon. Okay, jetzt können wir uns hier mal die ersten Sachen abholen. Und zwar. Scheiße. Nein, das war natürlich jetzt. Ach. Ach, halt mal. Hä, Moment, wo sind wir jetzt? Ja, ich habe natürlich jetzt falsch gedacht. Ich wollte eigentlich erst die Heron abholen und dann die Gegenstände, denn anders macht es ja gar keinen Sinn. Wir können mit der Kapsel ja nichts transportieren. Und ja, ich wollte nur gerade nochmal sicher gehen. Tja, jetzt müssen wir natürlich wieder umkehren. Ach, Mist. Aber immerhin haben wir jetzt so ein bisschen Zeit gewonnen. Hihihi, habe ich geschickt gemacht, ne? Und können dann gleich, hoffentlich anfangen mit dem Hacking. Was gibt's denn hier für einen Bonus? Zusätzlich plus 10 Virenkohärenz pro Level. Okay. Ja, gucken wir mal. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück und dann die Heron abholen, dann wieder zurück und dann wieder ganz zurück nach Isikemi. Naja, gut. Kann man jetzt nichts machen. Ja. Was haben wir hier noch? Kinetic Shield Compensation. Ah ja, das ist für die Drake noch. Kinetikresistenz. Okay. So, dann docken wir dort mal an und hallo Reaper. Und gucken dann mal, ja. Keine Ahnung, was wir gucken. Aber wir gucken einfach mal. So, nochmal hier eine kleine Bitte an euch. Falls ihr jetzt ganz neu in Eve seid, dann schreibt mir mal in die Kommentare oder als PN, was ihr besonders schwierig fandet beim Einstieg oder was so eure Hürden waren, die ihr da nehmen musstet, sage ich mal, was weiß ich. Denn das interessiert mich doch sehr und es wäre sehr nett, wenn ihr da mir mal schreiben könntet, denn das ist wichtig, vielleicht.
Okay, so. Was brauchen wir jetzt noch für ein Zeug? Jetzt haben wir alles in naher Gegend. Dann den Scanner. Moment mal, wir haben jetzt noch gar keine. Bin ich blöd oder was? Warte mal. Scanning. Wir brauchen natürlich noch so einen Service-Scanner. Ne, Quatsch, der ist für den Gehirnscanner. Das sieht aus wie so ein Gehirn, ist aber ein Asteroid. Mit dem kann man eben messen, wie viel Erz in einem Asteroiden drin ist. Oder eben bei Eis und Gas kann man eben messen, wie viele Einheiten da drin sind. Das ist dann eben beim Mining sehr nützlich, dass man dann eben die möglichst vollen Asteroiden aussaugt und nicht die Asteroiden, wo gar nichts mehr drin ist. Scan-Probe Launcher so. Ich dachte, wir hätten den schon gekauft, aber irgendwie offenbar nicht. Naja, gut. Kaufen wir den mal 6,3% unterhalb des Durchschnitts. Das ist gut. Und dann, ja, gegen. Dann können wir mal abdocken und uns umschauen. So. Hallo, Dominix. Mal gucken, was hier beim Scanning so rauskommt. Moment mal, ob da irgendwelche. Ah ja, guck mal. Zugflucht der Gerüste, das ist natürlich mies. Da haben wir keine Ahnung. Okay. Ach, guck mal, wer da hinten ist. Hallo. Der Marco, der in der Corporation ist. Viele Grüße. Der ist wohl gerade meinern. Okay, dann können wir jetzt mal los nach Hageken. Genau. So, mal gucken, wie lange nehmen wir jetzt schon auf. 20 Minuten ungefähr. Das heißt, wir sind jetzt bei der zweiten Folge, alles klar. So, und haben jetzt hier wieder mal ein neues Schiff. Eine kleine Fregatte, die nicht wirklich viel kostet, aber nützlich ist, denn wir können mit ihr ganz gut scannen. Und ich dachte, ich habe mir schon gedacht, oh Gott, scannen nie wieder, aber jetzt machen wir es doch nochmal. Und also, vielleicht werde ich es dann auch öfter machen mit meinem anderen Charakter, mal schauen. Um dort eben ein paar wertvolle Gegenstände zu finden, wer weiß, wer weiß. Aber natürlich ist das natürlich ist das ja so, dass man auch in den seltensten Fällen da so super tolle Gegenstände findet, würde ich mal sagen. Aber wir probieren es heute einfach mal aus und schauen mal, was uns da so erwartet. Okay. Hier blinken an, oder blinken an, blinken an. Gut. Upsala. So, jetzt suchen wir uns noch die Ausrüstung und dann können wir eigentlich gleich sofort anfangen mit Scannen, oder? Warte mal. Ach nee, wir brauchen ja noch hier den Skill. Mist. Ja, okay. Ich sehe schon. Hier Inventar, Gegenstandshanger. So, den laden wir mal. Das kommt in den Laderaum noch und den bauen wir hier ein. Okay, das geht noch nicht. Dann kommt der erstmal in den Laderaum. Wie lange dauert es noch? 12 Minuten, also die Hälfte haben wir jetzt schon rum. Dann würde ich sagen, was kann man denn hier noch einbauen? Vielleicht aus der Korax noch ein bisschen Raketenwerfer, denn man kann nie wissen, ob da vielleicht böse Gegner noch lauern, die einem da an die Wäsche wollen. Von daher, lieber mal ein bisschen Waffen noch mit einbauen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob da generell Gegner dann spawnen in dem Gebiet oder ob die einfach bei so Hacking-Sites, ob man da ohne Kämpfe ans Ziel kommt, aber sicher ist sicher, deshalb nehmen wir jetzt einfach mal Waffen mit, wenn wir jetzt sowieso schon noch Slots frei haben hier. Ja. Dann können wir uns auch ein bisschen bewaffnen. So, mal gucken. Wie heißt denn nochmal hier die. Oh, das ruckelt so sehr, ich komme nicht dran. Das kommt. Moment. Info anzeigen, was gibt's denn da nochmal für. Genau, die Buzzard gibt's. Genau.
Sie kann sich nämlich tarnen, ist ein Covered Ops und die kann sich eben ja unsichtbar machen. Auch sehr, sehr, sehr nett. Ich muss sagen, ich habe da irgendwie so ein... Ja, mir gefällt das sehr, sehr, sehr gut, wenn sich die Schiffe tarnen können. Ich weiß nicht warum, aber ja, ist natürlich sehr cool, wenn man da unbeschadet durch feindliches Gebiet durchkommt, weil die Gegner einen gar nicht sehen. Ups, habe ich mich verschieben. Ududuku. Da muss ich ja erstmal abtippen von da oben, weil der Name ist ein bisschen sonderbar geschrieben, natürlich. Denn das ist ja isländische Fantasienamen, sind das ja, sag ich mal. So. Mal schauen, mal schauen. So, auf geht's. Und dann, Moment, dann brauchen wir jetzt ja noch genau hier noch 10 Minuten ungefähr für den Skill. Und in der Zwischenzeit, komm, dann machen wir noch schnell eine Mission. Und werden dann nochmal scannen ein bisschen. So, ich weiß gar nicht, mal gucken, was da Neues gibt. Ich muss mal eben hier Smalltalk-mäßig ein bisschen nachfragen. Ja, jetzt könnt ihr eben live dabei sein, wie denn so eine Koop ein bisschen funktioniert. Und zwar haben wir natürlich hier eine kleine Besprechung angelegt und ja, da möchte ich natürlich, dass auch jeder möglichst zahlreich erscheint. So, okay, jetzt gucken wir mal hier. Genau, den Analyzer haben wir noch da. So, nehmen wir mal die Drake wieder und machen dann noch eine Mission für den Alten hier. Mal schauen, ob wir eine Level 3 Mission. Ich glaube aber nicht, oder? Na, nee, Vertrieb, das Mist. So. Sicherheit ist the place to be. Ah ja, Geheimagenten finden und kaputt machen. Ja, ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann würde ich sagen... abdocken und abfeuern, genau. So, nach Funter 9 geht's, Moment, mal schauen hier. So, Verträge haben wir natürlich keine. Expedition, Staats, episches Logbuch. Oh ja. Okay. Das wäre auch noch eine Idee, hier die, die Kaldari Kosmos Mission zu machen. Die sind recht cool. Ich habe die mal mit dem anderen Charakter gemacht. Da muss man zwar, die sind schon ein bisschen schwierig, sag ich mal. Aber die geben verdammt viel Belohnung auch. Aber man kann sie nur einmal machen, leider mit jedem Charakter. Und, ja, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr genau. Das ist halt so eine Missionsreihe, die ziemlich lang ist und, bei der man durch das, ja, bei der man in sehr vielen verschiedenen Systemen unterwegs ist und, wie gesagt, bekommt man da eben sehr viel hochwertige Gegenstände. Aber man muss auch viel, ja, ein bisschen Zeit investieren, um da ein paar Gegenstände abzufarmen. Und, ja, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr genau, wie das genau ablief, denn... jetzt habe ich meinen Text vergessen, Moment. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt überhaupt gerade gesagt habe. Moment, wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade? Moment. Keine Ahnung. Okay, ich habe meinen Text komplett vergessen, aber das ist natürlich nicht schlimm. Mein Text, das heißt natürlich, ich weiß ja im Voraus schon genau, was hier abläuft im Let's Play, deswegen schreibe ich mir mal so einen Zettel und da steht genau der Text drin. Und, natürlich nicht, aber egal.
Jetzt kommt wieder so Actionmusik, das ist zwar ein bisschen nervig, die so. Yeah. Juhu. Oh, baby. Yeah. Yeah. Yeah.